Wie lange ist THC beim Cannabiskonsum nachweisbar? In Blut, Urin und Haar. Es gibt zwei Werte, den aktiven THC-Wert und den passiven THC-Carbonsäure-Wert. Das THC wird im Körper zu THC-Carbonsäure verstoffwechselt. Der aktive Wert THC ist der, der dafür sorgt, dass ich nicht Auto fahren darf. Wenn ein aktiver Wert nachweisbar ist, ist das eine Ordnungswidrigkeit, vielleicht sogar eine Straftat und der Führerschein ist einen Monat weg mit Geldbuße. Mindestens. Der passive Wert weist nicht den unmittelbaren Konsum nach, sondern nur den Konsum in der Vergangenheit. Der sorgt dafür, dass ich vielleicht MPU bekomme, wenn sich regelmäßiger Konsum nachweisen lässt. Aktiver Wert nach Konsum eines Joints 6 bis 12 Stunden im Blut nachweisbar. Heißt, nur einmaliger Konsum eines Joints sorgt dafür, sicherheitshalber 12 Stunden kein Auto fahren. Der passive Wert bei einem Joint dürfte ungefähr 2 bis 3 Tage nachweisbar sein. Bei regelmäßigerem, häufigerem Konsum geht man davon aus, dass bis zu 72 Stunden aktiver Wert im Blut nachweisbar ist. Das heißt, wenn ich täglich konsumiere, 72 Stunden Abstinenz und dann erst ein Fahrzeug betreten und führen. Passiver Wert ist bei regelmäßigem Dauerkonsum bis zu 5 Wochen im Blut nachweisbar. Das sorgt dafür, auch wenn ich noch 3 Wochen Auto fahre, kann sein, dass mir im Blut der THC-Carbonsäurewert so hoch ist, dass ich MPU bekomme, auch wenn ich seit Wochen keinen aktiven Wert mehr im Blut habe. Beim Urin ist es so, einmaliger Konsum, 2 bis 3 Tage nachweisbar Abbauprodukte. Bei regelmäßigerem Konsum 4, 5, 6 Wochen und bei massivstem Dauerkonsum bis zu 12 Wochen im Urin nachweisbar. Hier geht es um die Abbauprodukte. Aktiver THC-Wert ist im Blut nicht enthalten. Bei den Haaren ist es so, hängt von der Länge ab. Im Endeffekt ist es so, man rechnet ganz grob 1 cm Haarwachstum pro Monat. Und dann ist es so, wenn ich heute konsumiere, dauert ist ungefähr 2 Wochen, bis dieser Konsum im Haar ist. Das heißt, quasi, wenn ich heute konsumiere, 2 Wochen warten und dann kann ich mir rückrechnen, wie lang im Haar das nachweisbar ist. In der Regel nehmen die Institute 6 cm. Vorsicht, bei der Haarlänge, auf diesen 1 cm kann man sich nicht verlassen, weil das Haar verschiedene Wachstumsphasen hat und es sind dann Haare dabei, die schon einige Monate nicht mehr gewachsen sind. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin seit 6 Monaten Abstinenz, habe 6 cm Haarlänge, es ist nicht hundertprozentig sicher. Je länger ich warte, desto besser.